Moinrü, Leutrü, er hat mich wirklich sehr, dass ihr eingeschaltet habt heute zum neuen Video und Thema dieses Videos wird sein spontan. iSeriously hat spontan Bilder rausgehauen, diese predikten meistens immer, was die nächsten Units werden oder sind sozusagen kleine Leaks. iSeriously ist da wirklich trustworthy, also sehr glaubwürdig darin, wenn er so etwas macht. Ich glaube bisher einmal war ein Fehler da, hat dann natürlich dann auch ein Statement zu rausgehauen und hat gemeint, das wird ihm so nicht mehr passieren. Das heißt also, wir können uns ziemlich sicher sein, dass diese zwei Bilder uns anteasern, was der Part 2 wird auf der japanischen Variante zum 7-Year Anniversary. Viele, viele Leute wünschen sich ja immer einen Kaioken Goku und einen Gallagher Vegeta aus der Saiyan-Saga und jetzt kommen sie. Ihr habt es endlich erreicht, Jungs. Ihr habt es geschafft. Hier, bitteschön, euer Gallagher Vegeta und Kaioken Goku kommen. Jetzt, wie sieht das Ganze aus mit dem Banner? Es wird wahrscheinlich ein Yellowcoin LR Banner sein, wo beide drinnen sind. Das heißt für euch, wenn ihr beide wollt, wenn ihr Fans von dieser Saiyan-Saga seid, dann ist es für euch natürlich zum Vorteil. Sie sind zusammen in einem Banner drinnen. Würde ich sagen, ist so mediocre gelöst. Man hätte sie natürlich als Dokkan Festival beide bringen können. Für mich persönlich ist es aber fein, damit es abgehakt Saiyan-Saga. Und die Leute sagen nicht immer, oh, wann kommt jetzt mal wieder ein Saiyan-Saga LR und dies und das. Da habt ihr eure Saiyan-Saga LRs. Gehen wir mal kurz rein und schauen uns das ein bisschen das Ganze an. Wie sieht es denn aus bei Goku Kaioken? Da gibt es nicht wirklich viel mit den Namen, die auch wirklich gut sind. Der einzig nennenswürdige aus der Saiyan-Saga wäre wahrscheinlich der Tech, der ganz okay ist mit seinem EZA. Für gerade für längere Events gedacht, wie jetzt der neue aussieht. Das ist natürlich interessant. Er wird auf jeden Fall eine Stacking-Mechanik haben. Wir gehen aber gleich mal rein und schauen uns mal die bisherigen Units an aus der Saiyan-Saga, die wir so haben. Bei Vegeta ist es ziemlich ähnlich. Hier haben wir natürlich Papa Nappa einmal, die sich dann in den Vegeta exchangen. Und dann haben wir einmal den physisch Extreme Vegeta. Gut, das ist der richtige Saiyan-Saga Vegeta. Auch mit seinem EZA, der Konterpart vom Tech Goku Kaioken. Mal gucken. Ich bin gespannt. Wir haben bisher nur lediglich eine Unit von der Saiyan-Saga. Ich bin auch wirklich gespannt, was für ein Leader-Skill sie bekommen werden und so weiter und so fort. Schreibt mir auf jeden Fall jetzt schon mal gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Von Saiyan-Saga Goku Kaioken und von Gallagher Vegeta für Part 2. Ja, ich glaube, einige sind da ziemlich heiß drauf. Ein Giant-App Vegeta, maybe, könnte sehr interessant sein. Sehr, sehr interessant. Gut, bei dem Goku Kaioken, ich denke, so ein paar Merkmale. Was ich mir vorstellen würde beim Lead, da wir ja Yellow Coins Leads haben, denke ich nicht, dass sie 200% Leader werden. Ich lasse mich gerne von einem was Besserem belehren. Vielleicht ein 177% Lead passt dazu zum 7-Year Anniversary, so wie für LR Goku und Freezer. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Was für Kategorien? Vielleicht Saiyan-Saga, vielleicht kommt eine neue Kategorie, vielleicht machen sie das extra für 7-Year Anniversary. Dokkan-Fest sind sie demnach nicht, sondern es werden wirklich Yellowcoin LR werden. Und vielleicht als Second Lead Goku Family. Und bei Vegeta wären es dann auch Saiyan-Saga und Vegeta Family. Fände ich sehr geil. Also fände ich mega. Ich glaube, das wäre das Beste, wie sie es umsetzen könnten. Meiner Meinung nach. Und vielleicht auch ein bisschen beim Leader-Skill hier und da rumdrehen. Ja, Goku wird ganz klar Greatly Raised Attack haben. Das wird safe in seinem Kit vorhanden sein. Ein Attack-Stacking, das hat jeder Kaioken Goku gefühlt. Und Passive, also Passive, das ist undurchsichtig. Wird er eine Entry-Animation haben? Ja, gehe ich von aus, eine Entry-Animation. Was wird er sonst noch haben, Besonderes? Keine Ahnung, vielleicht ein Revive into Kaioken oder so. Kann sein, muss nicht. Schreibt mir gerne eure Ideen rein zu Kaioken Goku und zu Gallagher Vegeta. Linkstechnisch, Sea Fighter, All in the Family, Saiyan Lineage, Kamehameha, Shocking Speed, Owen the Flash, Shattering the Limit. Legend oder halt Legendary Power. Und der wird Fierce Battle haben, gehe ich mal von aus. Also beide werden Fierce Battle haben. Welchen Link kann man hier eigentlich sehr, sehr gut für Legendary Power ersetzen? Also ich bin ehrlich, den Link, den sie mit Legendary Power ersetzen sollten, wären entweder Z-Fighters oder All in the Family. Das wären wahrscheinlich die zwei besten Links, die man ersetzen kann. Saiyan Lineage sehr, sehr gut. Kamehameha, Shocking Speed, Over the Flash sehr, sehr gut. Und hier Shattering the Limit wird Fierce Battle sein. Over the Flash kann man sich auch vorstellen, dass es ersetzt wird. Aber das steht jetzt mal außen vor. Aber Over the Flash zu haben mit Shocking Speed und so gepartnert Saiyan Lineage ist eigentlich relativ gut. Würde halt dann heißen, kein Prepared for Battle. Bei Gallagher Vegeta, da weiß ich tatsächlich gar nicht, wie das sein wird in Sachen Super Attack, was ihm da Besonderes geben. Ich denke nicht, dass er Greatly Attack raised und stackt. Davon gehe ich nicht aus, aber mal schauen. Das ist ja so eine Kaioken-Mechanik eher. Passive Skill auch hier. Absolut undurchsichtig, Entry Animation wahrscheinlich, irgendwas gegen Goku Family. Ich gehe mal irgendwie in die Richtung von aus. Links gilt Saiyan Warrior Race, Royal Lineage, Saiyan Braid, Prodigies, Repaired for Battle, Over 9000, Shattering the Limit, halt dann Fierce Battle. Also Over 9000, der Link ist halt auch wirklich nicht gut. Also der Link ist halt auch einfach nicht gut. Aber man kann ihn maybe ganz gut mit dem Ella Papa Nappa linken. Könnte eine gute Option sein. Wobei, wenn er wirklich Vegeta Family Leader werden sollte, dann ist das wahrscheinlich nicht die beste Option. Ich gehe davon aus. Aber geiles Konzept.
sehr cool, dass wir Kaioken Goku und Gallagher Vegeta bekommen. Was gibt es hier eigentlich noch mehr groß drüber zu sagen? Schreibt mir gerne eure Meinung rein, was ihr davon haltet. Ja, ich denke, das ist etwas, was die Leute sich wirklich gewünscht haben. Den Kaioken Goku und Gallagher Vegeta, es wird langsam an der Zeit. Ein Creator Vegeta maybe mit einer Child-App-Transformation. Mal gucken, was passiert. Auch vielleicht ein Revive oder so. Who knows? Ein Exchange. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall. Das wäre eigentlich alles gewesen, ja. Schreibt mir gerne eure Meinung rein. Was haltet ihr davon, dass es Yellow Coins LRs wurden und keine Dokkan Festival LRs? Und dann würde ich auch sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Das ist ein kleines, aber feines. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein, Renew!